Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Ghost Recon Wildlands zusammen mit dem Wilder und dem Lippo. Hallo. Holla die Waldfee. Wie holla die Waldfee? Bilder Zero. Wow. Junge, mach langsam. Wilder? Ja. Ey, das war voll butterweich, du. Ich muss hier raus. Ey, der hat butterweich gelandet, aber ich traue trotzdem nicht. Ich muss mal die Tiere auf deiner Bahn aus. Nein, hör auf. Lass die armen Tiere. Oh, guck mal. Das arme Tier. Hallo Wilder, du musst schon das Flugzeug bis hier vorfahren, glaube ich. Mach ich doch. Gut gemacht. Die Rebellen werden froh über diese Ladung sein. Wir gehen. Wo das Flugzeug ist, sagen wir ihnen später. Also, Flugzeug fliegen kann ich. Okay. 2000 Treibstoff, meine Lieben. Das hat sich voll rentiert, würde ich sagen. Hier hinten gibt's Punkte. Was, wo? Hier hinten. Punkte. Wo? Da. Okay, ich Punkte? Warte, Punkte muss ich gucken. Da. Ah, da. Ja. Oh, Leute. Wo gibt's Punkte? Leute, wisst ihr, dass wir später Sprengladungen mit der Drohne transportieren können? Ja, ich hab schon gesehen, es gibt da EMP-Drohne und so Zeugs, ne? Lippo, sag ich schon. Zwerg heraus. Ja, ich hab schon. Bin direkt hinter dir. Auf Santa Blanca viele von denen verleiht. Ich hätte ganz gerne eine größere. Boah, die haben ja voll das Zeug, ey. Die haben Hubschrauber und so Zeug, Kram. Das ist alles cool. Ah, da sind noch Aufklärungsdaten, meine Lieben. Wo sind Aufklärungsdaten? Hier, wo ich bin. Oh, geheime Dokumente. Wo bist du? Dokuments. Haus gegenüber. Irgendwo hier müssen wir Informationen finden können. Geheim. Mehr finde ich hier nicht. So, Stufe 4 erreicht. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Komisch, dass das direkt bei der Kettensäge liegt. Das ist seltsam. Wollte gerade jemand zersägen? Oh, C4, geil. Wo? Nee, kann man. Es gibt auch Wärmebildscanner und so Zeug. Da kannst du so viel Zeug machen, das ist so unfassbar. Ich gehe jetzt mal auf keinen Schmerz. Ich glaube, ich kann. Kann ich nicht mehr. Schade. Das wäre nicht schlecht gewesen. Verlängert die Dauer des Schmerzes. Knallroter Traktor. Truppwiderstand. Tuff. Was ist denn? Tuff. Lippo. Schattraktor. Achso. Reichweite. Und ich bin Notschlachter. Okay. Wir überfahren den Zwerg mit dem Traktor. So. Was soll der Scheiß? Okay. Zwerg. Was denn? Ich hab einen Platten. Ja, das ist völlig normal. Pass auf, wir haben einmal einen Story-Einsatz. Haltet, ja? Aber das ist schon wieder so ein Konvoi-Dingens. Ja, was? Warte mal, hier ist ein Infolager? Es gibt zwei Story-Einsätze. Warte mal, hier gibt's ein Infolager. Das ist gar nicht weit weg, das ist hier drüben. Dann laufen wir doch da mal hin. Was? Ich fliege. Ich wäre ja mit dem Traktor gefahren, aber der Wilder hat ihn kaputt gemacht. Flamme der Rebellion? Wir haben aber da einen Hubschrauber. Ja, Wilder, das sind 75 Meter. Naja. Oh, das ist voll super. Ich denke die ganze Zeit, ich spiele Division. Das ist so schön. Da an den Ruinen. Feinde im Bereich? Nee. Ja, Feinde im Bereich. Echt? Doch. Gegenüber der Straße. Ah, sehe schon. Was ist das? Was ist jetzt das für ein Infopunkt? Was gibt's hier für? Da liegen Infos. Hast du die Info schon eingesammelt, Zwerg? Warte, ich muss mal ganz kurz noch ein bisschen, wo liegen die Infos? Der Wilder hat sie geklaut. Ist so gut. Da sind ein Haufen Feinde. Der gleich, ich weiß nicht. Ja. Oh. Hallo. Hallo Feind. Wow, ich werde irgendwo von der Seite geschossen, Leute. Ja, da kommt was Größeres. Vorsicht. Markiert. Oh, was das ist. Yo. Boah, wow, das ist... Der hat eine Minigun, der Penner. Boah, Treffer, Mann. Also ist noch einer in diesem... in dem Wrack da drin. Er ist weg. Hab ihn. Mit der Mini. Hab schon gesehen. Bin im Fluss. Holen wir den anderen Typen weg. Da ist noch einer. Mindestens einer. Also. Dango getroffen. Ja. Okay.
Okay. Alles sauber hier. Da ist eine Nachschubkiste. Ja, schon gesehen. Was? Wo? Auf dem Map. Da Medikamente. Ah, die kann ich. Die schaden nicht. So, Zwerg, wo fahren wir hin? Ich habe schon das passende Auto dafür. Wir haben doch schon ein Ziel. Oh yeah. Kann jetzt jemand an das Geschütz? Nee, ich rutsche immer nur hin und her. Und wenn willst du noch mitfahren? Hallo. Wow! Genial! Magst du es mal ausprobieren, Bilder? Okay. Wow. Alles klärchen, das passt. Das Töten von Zivilisten kann zum Spielende führen, was? Was? Der Wilder hat Zivilisten erschossen. Och, Wilder. Naja, du hast gesagt, probier's aus. Ja, aber Wild, doch nicht auf Wilder. Stopp, aber nicht den Truck abschießen, gell? Nicht den Truck abschießen. Der Leutnant will abhauen. Eskorte zerstört. Weil mit dem Ding treffen ist gar nicht so einfach. Mach ihn nicht kaputt. Wir brauchen die Ladung. Begleitfahrzeug zerstört. Da hinten sind noch welche. Wir brauchen die Ladung, nicht den Wagen treffen. Wilder. Nicht unbedingt auf die LKWs schießen. Eskorte zerstört. Vorsicht. Granate, aufpassen. Begleitfahrzeug zerstört. Gegner am Boden. Eskorte zerstört. Ich steig auch aus. Wilder, gib uns Rückendeckung. Boah, das Ding ist fast im Eimer. Nidat-Konvoi rollt an. Ich sehe mehrere Fahrzeuge, darunter auch einen Funkwagen. Granate, los, los, los! Wer hat denn da jetzt geschossen? Ich. Sag mal, da brennt doch alles, oder? Ich glaube, irgendwie müssen wir an den Konvoi da drankommen. Der Wilder hat den kaputt gemacht. Nee, ich fahre ihn weg. Nee, einen Nachschub markieren, einfach mit E dran gehen. Ich hab ihn doch schon. Ich hab den zweiten. Ist der noch am Leben? Ja, der gebrannt hat. Okay, das war's. Funkwagen gesichert. Kataris Leute sind unterwegs, um das Zeug zu holen. Gut. Park, hier noch. Unser Auto. Der Konvoi ist sicher. Gracias, amigo. Bin wieder ans Meine Geschütz. Leute können die Vorräte gut gebrauchen. Meine Leute suchen nach La Julio del Polito. Wo geht's hin, Zwerg? In der Zwischenzeit könnt ihr noch etwas für uns tun. Ja. Ich habe eine Rede an das Volk. Zwerg ist dummel ans Geschütz. Zum Story-Einsatz. Nee, warte. Wir haben... Truppen losschicken, um die Übertragung zu unterbinden. Das ist mein Problem. Ein Story-Einsatz oder woanders hin? Hier hinter. Wohinter? Okay, Katari. Zum Story-Einsatz, oder? Nee. Ich will hier... Beitreten. Hier wir stehen. Da müssen wir da lang. Genau. Hubschrauber klauen. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Nachschub. Habe ich so das Gefühl. Jo. Schau mal, ob irgendwo noch auf dem Weg Fragezeichen oder so auf der Karte sind. Ich glaube, hier rechts war noch eins. Ich glaube, wir brauchen echt bessere Ausrüstung. Also unsere Waffen sind, glaube ich, echt schwierig. Du. Deswegen, Zwerg, hier rechts rein ist ein Fragezeichen. Warte. Jo, nimm mal. Bilder, pass auf, da kommt jetzt gleich mein Kontakt. Voraus. Ich presche einfach rein. Die Drohne ist oben. Ich habe die Drohne raus. Ah, er geht nicht. Wir haben sie aufgeschafft. Ihr Leutnant verpisst sich. Drohne ist raus. Lippo ist raus. Okay, alles ist gut. Da fährt ein Auto. Da fahren wir doch Wilder. Heißt, Nachschub. Ist das Auto gerade in die Luft geflogen? Nö. Okay. Vielleicht doch. Geil. So. Was habt ihr da markiert? Alle? Lass mal in aller Ruhe gucken, ob es hier noch irgendwas zu tun gibt. Sind Dokumente drüben? Hey, das Auto ist ja wirklich in die Luft gegangen. Oh. Ah, Dokument, okay. Ja, die siehst du, diese Dinger siehst du manchmal echt nur super schwierig, kann das sein? Du musst überall reingucken, sonst klappt's nicht. Genau. Ich lauf gerade durch die ganzen Ställe. Sag mal, wenn du Waffen einsammelst, bringen die dir irgendwas? Außer, dass du deine dann wegschmeißt? Weiß ich nicht. Das muss ich mal ausprobieren, weil nicht, dass wir hier die ganze Zeit Teile irgendwie...
vergammeln lassen. Wobei, wo ist die Waffe jetzt hin? Wir haben doch hier vorne einen erschossen. Da. Bin ich da noch was? Kannst du die mitnehmen? Nee, wenn ich drauf bin und auf Wechseln gehe. Also kannst du wechseln? Ja, dann gehe ich auf Wechseln, aber er macht's nicht. Naja, vielleicht sind die noch nicht implementiert. Ja, wahrscheinlich musst du die Waffen echt wie die Sniper in so einer Kiste finden. Da steht unser Auto. Okay, also ich glaube, hier ist ziemlich durchgelootet. Warte, ich komm. Bist du da mal hoch? Nö, machen wir weiter. Okay. So, holen wir uns das Ding da vorne. Da unten hätten wir noch einen Sammelpunkt, den können wir noch uns holen. Da ist ein größeres. Wo? Ach, da unten, aber machen wir erst den Heli-Einsatz. Boah, das ist voll super, ey. Nicht. Aber das Spiel speichert die ganze Zeit, ne? Ist euch das mal aufgefallen? Ja. Was? Wo sehe ich das? Unten rechts. Immer wieder. Oh. Ich auf unten links. Und aussteigen. Warte, ich lasse erst eine Drohne starten. Drohne fliegt. Ja, ich würde sagen, wir verteilen uns jetzt mal ein bisschen. Wir versuchen das jetzt mal so richtig ghostmäßig aufzuziehen, weißt du? Ja, erst alles aufklären mit Drohnen. Genau. Ich gehe, ich wurde von einem Auto überfahren. Wilder. Ja. Okay, ihr seid dabei. Kriegt ihr es hin? Warum, ich eine kleine warum lässt du dich denn auch überfahren? Also wirklich. Ich habe einen Zwerg zugeguckt und dann kam das Auto. Ey, warum kann ich nicht? Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Okay, du hast einen Angriffsbefehl gegeben, Zwerg. Ja. Startet ich umlaufe mal ganz links, okay? Wird klar. Und versuch dann von hinten nochmal eine Drohne reinzufliegen zu lassen. Da sind echt viele. Ja, warte, ich schicke nochmal eine Drohne drüber. Also, pass auf, ich mache jetzt folgendermaßen. Lippo. Ihr kümmert euch um die 1, 2, 3. Ich versuche die anderen auszuschalten. Du weißt schon, dass bei 1, 2, 3 noch 4 andere stehen. Ja, genau. Ihr versucht, die alle platt zu machen. Das Problem ist, da stehen von eurer Richtung aus stehen 2 hinterm Helikopter. Ich sehe das ja mit der Drohne. Ist der Wilder wieder bei mir? Der ist bei dir in der Nähe, ja. Ah, ja. Bin bei dir, ja. Das heißt, ihr müsst die vorderen übernehmen und ich schaue gerade, ich versuche übers hintere Tor zu gehen und versuche dann die hinterm Heli stehen. Also jetzt den Dreier, den Zweier und die zwei anderen, die da um den rumstehen. Tango ist tot. Danke, wenn ich in Position bin. Ich setze mich in das Auto rein. Oh, Zwerg, jetzt habe ich keine Pistole mehr. Ich habe jetzt diese blöde SMG drin. Okay, hat die einen Schalldämpfer? Stimmt, alle mit Schalldämpfer. Achso, ich hätte jetzt mit der MG reingeschossen. Ja, trotzdem mit Schalldämpfer. Die nicht mit der Auto-MG, nein. Dann alarmieren wir ja gleich wieder alle. Achso, muss ich mal schauen, ob ich da überhaupt dann Schalldämpfer habe. Okay, jetzt sind sie alarmiert, ich habe mich verschossen. Gott. Der Leutnant versucht zu fliehen. Das wichtige Ziel sitzt in einem Fahrzeug. Oh nein, der haut ab. Shit. Verfickte Scheiße. Ah, das war mein Fehler. Wer haut ab? Unser Ziel haut ab. Der Heli ist weg. Ist schon weg? Ja. Abschuss bestätigt. Wir hätten den Leutnant zuerst erwischen müssen. Welcher war denn das? Ich war noch gar nicht in Position. Ich war noch im Vorrücken. Ach so. Okay, ja, ich habe gedacht, ich könnte ein bisschen aufhalten. Ich hab das Aiming des Todes momentan. Alle Tangos down, alle Tangos down. Echt? Alles hier sauber. Ist alles sauber. Ja. Shit. Wow. Ärgert mich gerade. Ach fuck. Tja, es gibt schließlich noch andere Helis da draußen, oder? So, hier ich ist der Standort eines Kartellsenders. Deaktivieren wir ihn. Takatari hat Eier, das muss man ihm lassen. Gib ihm den Finger und er nimmt die ganze Hand. Wenn er uns zu Judy und Polito bringt, ist es das wert.
Ah, ärgert mich immer noch. Ich muss sagen, Multiplayer geht gut. Ja, also keine Abbrüche, kein gar nichts, muss man echt sagen. Also liebe Leute, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es ist ja eine ganze Closed Beta. Und das ist ja noch gar nicht das so gesehen das fertige Spiel. Ja. Wobei, da muss man ein bisschen aufpassen, weil Closed Beta ist ja die Serverbelastung auch nicht so dramatisch hoch. Ne? Genau. Also, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber dafür läuft es extrem schön. Ja. Da ist was zum Markieren. Bei mir. Ich muss erstmal schnell Fertigkeiten machen. Okay, ich habe eine AK mitgenommen. Ja, bei mir gibt es was zum Markieren. Auch mein Medic. Habe ich schon? Ich danke dir. So. Bräuchten echt mal was mit Medizin. Ob wo gibt's eine AK mitzunehmen? Uniform passt. Bilder. Keine Ahnung. Ist eine Waffenteilkiste oder was? Nee. Ach, du kannst die Waffen mitnehmen? Mhm. Jetzt pass auf, jetzt schaue ich mal gerade, ob das geklappt hat. Aber du schaltest die nicht frei. Genau, du schaltest sie nämlich nicht frei, das ist total doof. Was liegt hier? Hier liegt eine PP19. Wiederholst du das Auto vor? Ach ne, hier hinten steht ein neueres. Bergschütze? Ach, ich mach mal Schütze, warum nicht? Musst du da zum Heck gehen. Zum Heck, okay. Ja, also bei den hinteren Scheiben. Zeitlich. Nee, jetzt. Okay, bin drin. Meets. Ich suche ein Ziel aus. Hab's. Wir müssen erst warten, bis wir da eine Bestätigung für bekommen. Was ist das für ein Ziel? Das ist jetzt ein ganz normaler, unbekannter Ort. Seht ihr das? Ja. Sieben oder Meter. Ja, ist ums Eck. Da ist ein Boot im Wasser. Oh ja, das man sich nehmen kann. Boot. Warte, hier unten links müsste ein Boot sein. Das ist voll cool, Boot fahren. Schaut mal. Wow, wie nice. Aua, ich brauche Wiederbelebung. Warum lässt du dich von einem Auto überfahren? Weil du weitergefahren bist und mich das Auto dann überrollt hat. Spritze ins Gesicht. Au. Wow, Zwerg. Das tut doch weh. Ach, das ist gesund, das muss so. Achso, bist du dir sicher? Ey, ist das ein Kanal? Die Schwimmanimation ist auch ganz schön gemacht. Oh ja. Okay, ich fahre. Der Bumm macht, bleib stehen. Dass meine Grafikkarte so viel mitmacht. Könnt ihr drauf? Nö. Warte. Nicht als Passagier oder so? Nö. Es kann immer nur einer. Das ist schade. Das ist wirklich schade, ja. Berg, ich fahr dich. Das ist nett. Ja, weil... Darfst du wieder ans Geschütz? Ich will. Ja genau, ich stelle jetzt Passagier hin. Und dann bleiben wir hier für immer stehen! Radio! Oh, danke! Ich denk doch da selber dran! Oh, Vorsicht, Vorsicht, langsam, nicht so schnell! War das nicht schön reagiert? Warte, hier ist irgendwas. Hier ist auf jeden Fall irgendein Ziel. Einfach mal durchfahren. Hab's. Ich hab noch einen okay. Tango. Vorsicht, langsam. Ich sehe nur zwei Tangos. Oh, beweg dich doch nicht! Zurück. Okay, oder vor. Boah, ich kann nicht... Wir sind zu fett. Ah, oder? Das ist eine super Position, um festzustecken. Alle Tangos down. Ne, irgendwo ist noch einer, wartet. Tango getroffen. Alle down. Okay. Sauber. Alles paletti?
Noch. Ja, noch ganz. Okay. Und wo war jetzt hier was? Weiß ich nicht. Hier war einfach nur rot. Vielleicht ist ja hier was Tolles. Wir wissen es noch nicht. Jäger und Sammler, meine Lieben. Jetzt wäre ein Enterhaken cool. Auf dem Dach ist nichts. Ja. Ganz oben? Auch nichts, ne? Weiß schon. Okay, hier ist nichts. Ist alles sauber. Ja. Achtung, Feindpräsenz. Warte. Warte, Feindpräsenz, Auto kommt rot. Deckung? Deckung. Fährt vorbei. Ach, Zwerg, warum redest du das Auto so an? So, wohin? So zu. Nebeneinsatz Ablenkung oder was? Antenne ja. Deaktivieren. Die finde ich gut. Go, go! Ich glaube, wenn wir diese Antennen deaktivieren, dann können wir uns diese Rebellengruppen als Unterstützung anfordern. Okay. Also, wir müssen drüber. Wir und unser Landrock. Der Landrock. 400 Meter. Vorsicht, Auto kommt. Ich schieß nicht. Hey, ich steig mal ab. Vorsicht. Jetzt die Frage, soll ich im Geschütz bleiben? Ich nehme die Drohne. Die Drohne ist unterwegs. Okay, nicht. Den Hauptmann müssen wir zuerst. Okay, also wir müssen jetzt gucken, dass wir den Typen finden und den ausschalten. Ich kann den Hauptmann direkt ausschalten. Warte, ich gehe noch in Position. Gib mir eine Sekunde. Ja, ich muss mich nochmal irgendwo strategischer hinlegen. Welchen Hauptmann? Ich sehe den. Okay. Das ist der mit den zwei Strichen. Ah, da ist einer, ja. Alles klar. Und go. Moment. Hauptmann down. Der Tango ist an ihm vorbeigerauscht. Der greift zur Waffe, er hat den Schuss ein gehört. Ein Tango übrig. Ja. Boah, das geht ins Geschütz. Boah, down. Okay, es ist alles gut. Sichern, sichern, ich deaktiviere. Wir sind alles sauber. Hier drüben. Mann, sind die schlampig. Wir müssen es bis zur nächsten Antenne schaffen, schnell. Die Antenne ist down. Das heißt, ist schnell zur sonst? Zweiten Antenne. Wow, Leute, wir müssen uns beeilen. Einsteigen, einsteigen. Wow, ja, ich seh's. Go, 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 go. Ich seh's nicht. Lipo Radio, bitte. 54 Sekunden. Ja, schnell, schnell, schnell. 800 Meter. Das Alter, war ganz schön weit. Geht's mit dem Fahren? Ja, er schlingert ein bisschen. Ui, Ruckelpartie. Kreuz und quer. Das dauert viel zu lang. Fahr da geradeaus. Und dann links. Genau. Boah, ist das weit. Ja, ja, eben. Und jetzt fahr links schon quer ein. Ja, jetzt ein bisschen rechts halten und dann kommst du auf den Weg. Da oben ist es. Warte, ich steig aus. Nein, wir müssen direkt hoch. Ach so, okay. Wir müssen die gleich deaktivieren. Scheiße, Wilder, schaffen wir das? Nee. Nee. Fuck, die Zeit ist um, wir sind zu langsam. Shit. Hallo. Kann ich die nochmal starten? Nee, gell? Naja. Schade. Oh, das ist voll echt. Das war jetzt ziemlich hart, oder? Oh, Zwerg. Was? Schau mal auf den Stein hoch und schau runter. Oh, mega. Boah, ja. Schon schön, ey. Boah, traumhaft. Schon schick. Muss man sagen. Ja. Okay. Jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen Erfolgserlebnis haben. Pass auf, was brauchen wir? Was ist wichtig? Was brauchen wir? Ich brauche dringend für meine Fertigkeiten medizinische Güter. Dann holen wir uns den Nebeneinsatz hier drüben, Medikamentenüberfall. Stehlen Sie den Hubschrauber. Diesmal versuchen wir aber aufzupassen, dass wir den Hauptmann nicht umlegen, oder? Aber das Auto ist auch Schrott. Lass wir den Hauptmann umlegen, meinst du? Ja, aber rechtzeitig halt. 1,4 Kilometer ist das Ding aber komm, weg. Da können wir trotzdem hin. Meinst du, es geht mit der Kiste? Ja, zumindest bis zur Straße müssen wir einen neuen bekommen.
Alle drin? Ja. Ah ne, Zwergfeld. Jawohl. Feier einfach den Berg direkt. Mach das so, Wilder, wie in der Sandgrube, du weißt. Ja. Wow. Ich schau gar nicht. Ich will das gar nicht sehen. Also die Zieloptik ist echt Schrott. Aber Zwerg? Ja. Auch wie wir das nächste machen, sind wir in der nächsten Folge. Das machen wir in der nächsten Folge, das ist richtig! Wuhu. Ich würde sagen, dann bis dahin. Schöne Zeit. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.